Wir beginnen unsere Talkrunde ja immer mit der Frage, was ist für dich Improvisation in einem Satz? Improvisation ist eine Lebenseinstellung und Lebensart, würde ich sagen. Ich denke, dass wir mit dem Improvisationstheater gerade eine der politischsten Theaterformen und der aktuellsten Theaterformen überhaupt in der Hand haben. Also wir können Dinge, Nachrichten, Dinge, die die Menschen erlebt haben, sofort auf der Bühne umsetzen. Und das ist das, woran ich auch interessiert bin. Kommunikation mit dem Publikum und die dann verstärkt auch, ja, einsetzen und die Dinge, die uns heutzutage beschäftigen, auf die Bühne bringen. Nur auf die Bühne oder ist es auch in anderen Settings möglich? Natürlich ist das in jedem Setting möglich. Also ich mache zum Beispiel auch Führungen für ein Museum hier in Berlin, für das DDR-Museum. Und genau da sehe ich das Gleiche. Also dass wir versuchen in Kommunikation oder dass ich versuche in Kommunikation zu treten mit meinen, ja, Gästen, mit den Schulklassen, wem auch immer ich da führe. Und versuche sie darüber nachdenken zu lassen, wie die Welt ist und wie man sie vielleicht auch verändern und verbessern könnte. Erlebst du das auch tatsächlich so, dass Menschen, die mit Improvisation arbeiten, dann beginnen auch tatsächlich etwas zu verändern? Ja, man wird auf jeden Fall geistig freier, weil man ja merkt, man kann alles mitgestalten. Man wird mutiger, finde ich. Und Improvisation führt uns natürlich auch darüber in einen spielerischen Umgang mit uns und der Welt. Also auch zu sagen, ich versuche mit den Dingen umzugehen und sie zu verändern, ja zu sagen, ist ja auch ganz klar, zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.